in dieser Wolkenwanderung, ja, wirklich alles zur Wolke hingeht. Links vom Economist, alle Modelle gehen in die Wolke, ob es jetzt E-Commerce ist oder Marketing. Musik ist in der Wolke, Filme sind in der Wolke, Bücher sind in der Wolke, Banking geht in die Wolke, wird digital, Cloud Computing. Man rechnet damit, dass in den nächsten 10 Jahren 90% aller Interaktionen in der Cloud gespeichert sind, also in der Wolke, nicht auf unseren Geräten. Das erzeugt natürlich große Möglichkeiten, aber auch große Probleme. Mark Andreessen von Netscape sagte schon vor 5 Jahren, Software is eating the world. Ja? Software frisst die Welt. Wenn Sie im Marketing unterwegs sind, würde ich sagen, Software frisst Marketing, Software will eat Marketing and Advertising. Ganz sicherlich ein Trend, den wir sehen werden. Der hängt auch mit dem zusammen, dass wir auf einmal die Welt ganz anders sehen können. Also Interface-Revolution. Sie haben ja schon gehört von Google Glass vor 3 Jahren, da ist ja nichts draus geworden, war eigentlich auch klar. Ja. Aber jetzt kommt Google Glass zurück, nämlich für B2B, für Mediziner, für Rettungssanitäter, für Polizisten, für Trade-Shows, für Check-Ins und sowas. Ja. Solche Dinge zu benutzen, Augmented Reality, Virtual Reality und natürlich Holograms, Microsoft HoloLens zum Beispiel, ja, das wird in 5 Jahren so normal sein wie heute WhatsApp. Können wir uns gar nicht vorstellen, dass wir so Dinge anziehen werden, natürlich nicht unbedingt am Abendessen, ja, aber für die Arbeit, in der Uni, beim Forschen, ganz sicherlich. Und wenn Sie schauen, wie es da erreicht werden kann, dann muss man sagen, Interface-Revolutionen sind auch Marketing-Revolutionen. Da kann ich ganz anders hinangehen und Leute finden und Kontakte knüpfen.